In keinem anderen Land sind Christen so bedroht wie in Nordkorea. Allein schon die Bibel zu besitzen, bringt die Menschen dort in Todesgefahr. Tausende sind in Arbeitslagern interniert, viele sterben. Und je mehr sich Nordkorea von der Welt isoliert, umso gefährlicher wird es dort für Christen. Ähnlich gefährlich ist die Lage für Christen im Nahen und Mittleren Osten, Afghanistan beispielsweise. Wird dort bekannt, dass ein Mensch Christ ist, droht ihm Ausgrenzung, Verfolgung, im schlimmsten Fall der Tod. Religionsfreiheit, wie wir sie kennen, Fehlanzeige. Der Glaube ist für die meisten Menschen der Kern ihrer eigenen Identität und deswegen ist Religionsfreiheit so unglaublich wichtig und deswegen werden wir uns als CDU-CSU-Bundestagsfraktion auch weiterhin mit unserer ganzen Kraft für Religionsfreiheit, im Übrigen für alle Religionen, ob es Christen, Muslime oder Buddhisten oder Hindus sind, einsetzen. Seit Jahren macht sich die Unionsfraktion im Bundestag dafür stark, weltweit Religionsfreiheit als Menschenrecht durchzusetzen und die Zusammenarbeit zwischen Christen und anderen Religionen zu fördern. Christliche Würdenträger aus allen Teilen der Welt sind immer wieder Gäste im Bundestag, wenn die Unionsfraktion das Thema auf die Tagesordnung setzt. Gerade erst bekannten sich die Abgeordneten zur Religionsfreiheit als zentrales Menschenrecht. Wenn wir die Religionsfreiheit verletzt oder gefährdet wird, stehen auch andere Grundrechte, wie die Meinungs-, die Presse-, die Versammlungsfreiheit oder die Gleichbehandlung von Mann oder Frau unter Druck. Und deshalb ist der Einsatz für die Religionsfreiheit für uns immer auch ein Einsatz für andere wichtige Grund- und Menschenrechte. Der Antrag von CDU, CSU und SPD sieht beispielsweise vor, die Ausübung der Religionsfreiheit gezielt mit Entwicklungshilfe zu verbinden, die religionsübergreifende Projekte fördert, gleichzeitig aber auch Druck aufbaut. Ein Instrument, das vor allem in den Ländern Afrikas Wirkung erzielen würde. Auch dort, beispielsweise im Sudan, leben Christen noch immer in Angst vor den muslimischen Nachbarn. Das autoritäre Regime lässt Kirchen abreißen und bedrängt Pastoren, ihre Gemeinden unter die Kontrolle der Regierung zu stellen.